Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part Minecraft Hardcore. Ja, zweiter Part, zweite Map, zweites Glück. Deswegen neue Welt erstellen und gleich mal schauen, welchen Biom wir sind, weil ich habe jetzt mal normale Biome genommen, nicht wie heißen die nochmal? Large Biomes. Und natürlich wieder in einem Wald drin. Ich glaube, das Spiel. Hey, gehen wir in die Höhle und schauen Enderman an. Nein. Okay, wir haben hier Kühe. Die werde ich mir erstmal kurz schnappen. Ich mache kurz mein Holzschwert. Weil, naja, es ist schwer, Kühe mit einer puren Faust zu töten. Also Chuck Norris schafft es natürlich mit dem kleinen Finger, aber nicht mal das braucht er dafür. Er braucht dafür eine Hautzelle, mehr nicht, um eine Kuh zu töten. Hier in Minecraft natürlich, versteht sich. So echt würde sowas niemals tun, ich auch nicht, weil. Außer ich hab Lust auf einen Hamburger. Und ich hab Lust auf einen Hamburger. Und ich sollte mal aufhören, so leichtsinnig überall runter zu springen, aber egal. Egal, YOLO. Ja, kann man hier wortwörtlich sagen. YOLO, you only live once. Alter, wie viele Kühe sind hier? Ach du Scheiße. Ja, nee. Okay. Dich nehmen wir noch. Und die liebe Emma da oben nehmen wir noch. Und den Günther und den Horst hier. Und den Friedrich. Und den... Das Fleisch noch mitnehmen. Okay. Und den Karl Friedrich, der Günther der Erste. Sehr schön. Und den... Was? Keine Kühe mehr da? Wo sind sie alle hin? Ich dachte, ich hätte noch eine Kuh gerade eben gesehen. Nee? Und wo ist man. Naja, egal. Workbench kann ich jetzt vergessen. Zombie. Du hast mich paranoid werden lassen. Vielen herzlichen Dank für diesen Erfolg. Und für diese Angst, nenne ich es einfach mal. Egal. Wir machen jetzt einfach eine neue Werkbank. Und währenddessen begutachten wir unsere neue Brücke, nämlich die Workbench-Brücke. Sie hat ein tolles Multitasking-Feature. Man kann mit ihr craften, man kann auf ihr gehen, man kann auf sie was anderes machen. Man kann damit Zombies abwehren, man kann Zombies töten. Und man kann jetzt neu in der Crafting Box 2.0. Damit kann man auch craften. Und zwar mit 16×16. Aber die habe ich nicht. Ich bin arm. Deswegen, nee, ich habe sie nicht. Und weil die kosten nämlich ein paar Millionen Euro. Und ihr wisst, ich bin zu faul, ein paar Sekunden zu warten wegen YouTube Money. Aber naja, vielleicht irgendwann ein paar Sekunden kann ich mir leisten. Aber noch nicht. So, und wie komme ich wieder hoch? Ich glaube gar nicht. Ich würde sagen, wenn wir nicht mehr hoch können, gehen wir einfach noch weiter runter. Damit es noch unmöglich ist, nach oben zu kommen. Weil es mir Spaß macht. Deswegen. Na, vorzüglich bauen wir den Stein ab. Wie eine einzig wahre, perfekte Sinfonie. Harmonisch, aber auch mit einem kleinen Offbeat. Damit es ein bisschen jazzy klingt. Und ja. Hm. 40 Stein. Hallo? 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 Tschüss. ich komme irgendwie so vor wie so eine Person mit Klingelstreich. So, hallo? 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 Tschüss. So, also. Wir machen uns schon eine dritte Workbench und hoffentlich werden wir die auch behalten. Da wir natürlich YouTuber sind, müssen wir natürlich mit der Umwelt extrem schlecht umgehen. Das ist das typische Klischee, was RTL und sowas liebt.
Au. Hühnchen! 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 Oh, oh, ich werde reich! Ich werde reich! Ich kann alles bei KFC verkaufen! Oh, geil, 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 geil! Okay. Jetzt müssen wir schauen. Überlegen wir mal. Wo könnten wir am besten hin? Hey, da hinten sieht's cool aus. Da hinten sieht's cool aus. Ich will da hinten hin. Autsch. Aber ich bin vielleicht auf dem Weg nicht gerade. Schweine, Schweine, Schweine. Ich hab Lust auf den Schweinebraten. Her damit. Ich will Schweinebraten haben. Und ich glaube, auch gibt's bei uns Schweinebraten. Also, boah, ich war's am Sonntag, aber. Egal, YOLO. So. Eisen. Und Kohle. Ist das nicht perfekt? Unterwasser. Ah, Kohle. Das ist doch toll. So. Ich stelle erstmal meine Workbench dahin. Dann kann ich mir erstmal einen super tollen Ofen craften. Aus der guten Schwitzerland. Dann kann ich mir erst einmal hier mal ganze Fleisch braten, damit ich erst einmal hier was zu fressen habe. Weil mit nichts zu fressen kann man ja schlecht graben. Das ist ein Naturgesetz, habe ich erfunden. Im Jahre 1955. In der DDR oder sowas, wie das hieß. Oder dumme Deutsche Republik. Oder. Nee, so ist es nicht. Oder DDR. Oder. Deutsche Demokratische Republik. Kongo. Nein. Passt nicht. Aber egal. Oh. Ich glaube, uns gehen langsam die Sticks aus. Deswegen habe ich schnell geschwind ein paar neue gecraftet. Und ich mache mir währenddessen nochmal gleich ein Steinschwert, weil. Oh, Steinschwert ist einfach viel, viel besser und. Ja. Und wir haben jetzt mehr Leder. Das heißt, wir haben automatisch mehr Rüstungspunkte jetzt gleich. Ich mache erstmal schon gleich einen Lederanzug. Machen wir erstmal Schuhe oder. Nee. So. Zwei Rüstungspunkte sollte erstmal reichen. Reicht mit Anfang. Ah, oh, ah, fuck. Ah, scheiße, ich habe was im Auge. Ah. Ah. Au. Ja, und das hat gerade eben wirklich so weh getan. Das hat. Ah. Boah. Es hat gerade eben so angefühlt, als würde einfach jemand in dein Auge stechen. Gerade eben ganz plötzlich so wuff. Also nicht wuff, sondern eher tschick. Mit einer Spitzennadel in dein Auge stechen, damit es auch richtig qualvoll ist. Ja, so hat es angefühlt. Und nein, es ist keine Krankheit. So, ich glaube, wir haben jetzt noch ein paar Bruchsteine. Um uns ein kleines Haus zu bauen. Schauen wir uns mal an. Ich will jetzt die Schweine da hinten noch so Schweinebraten verarbeiten. So, machen wir jetzt mal hier ein kleines bisschen Blade-Testing. Ja, die Klinge geht gut. Kann man gut töten damit. Nehme ich, behalte ich. Oder, ja. Ich darf nicht vergessen, wo mein Ding ins Haus ist. Also, hau. Mein Haus in Anführungsstrichen, wo mein Dingens ist, mein. Arbeitsstation. So, 26 Fleisch. Ja, es sollte reichen. Das muss reichen. Wenn nicht, dann esse ich einen Besen und mache ein Video davon und lade es auf YouTube hoch und monetarisiere es, damit es möglichst viel Geld gibt und. Ja, Geld. Ihr kennt das Klischee. Samen. Aber habe ich schon genug davon, aber brauche ich nicht. Der Witz ist schlecht. So. 7. Ja, interessant. Hier habe ich also gearbeitet. Vor 3 Jahren. Während des 5. Weltkrieges. Der Stadt Rot und Stadt Blau. Ja. Was es damit auf sich hat. Werden wir wahrscheinlich im Drave-Projekt erfahren, was ja bald starten wird. Und, ja.
Ich kann euch nicht mehr Informationen sagen, weil ich die ganze mit der ersten Folge am Stück aufnehme, weil, ja, synchronisieren Scheiße und sowas, habe ich dann, um ehrlich zu sein, im Nachhinein dann weniger Bock, gleich zwei Folgen lange zu synchronisieren. Deswegen mache ich doch lieber gleich 2 Folgen oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 Folgen gleich hintereinander. Und ihr habt dann weniger Arbeit beim Synchronisieren. Okay. So. Dann habe ich mir den Ofen geschnappt, gerade eben, und gehe hier hoch. Und ich habe da hinten mal so eine Höhle gesehen. Da möchte ich gleich mal hingehen und mal schauen, was das so ist. Mal schauen. Also Schneegebiet ist auf jeden Fall da hinten, das sehe ich. Sogar ziemlich geiles. Geil. Aber ich glaube, ich ziehe erstmal hier ein. Da, wo der Creeper ist. Ja! Mein persönlicher Erfolg. Ich habe einen Erfolg erzielt. Ich habe einen Creeper getötet. Aber nun gehen wir erst einmal auch zu meinem heiligen Ort, weil wir gut Mensch sind und uns aus. Kühe. Und um ehrlich zu sein, ich bin froh, dass wir gestorben sind, weil wir sonst nicht so einen epischen Ort gesehen hätten. So. Oh nein, mein Erzfeind. Ja, ich hab ihn getötet. Ich hab hier bitte ein Schimpfwort oder Ausdruck einfügen. Getötet. Okay, Zombie. Dich schnell sich auch kurz mal weg. Ab einen Häcksler mit dir. Skelett. Ja. Renn ich lieber kurz. Nein, renn ich nicht weg. Renn nicht weg. Das ist wegen den Spinnen vor allem. Ich habe keinen Bock, gegen Spinnen zu kämpfen, weil es einfach. Oh, ich habe Eisenbahn bekommen. Weil es einfach böse Kreaturen sind, die extrem mies sind und extrem fies springen. Deswegen. Kein Bock auf die. Okay. Hühnchen. Nein. Also ich habe jetzt genug Essen. Also wenn das nicht reicht, esse ich einen Besen. Was ich schon gesagt habe übrigens. So. Dann nehmen wir das Hühnchen mit. Und das Hühnchen. Und geschweige noch diese Schweine hinten. Oh, ich habe mitten nach Lust auf Schweinebraten. Her damit. Fällt euch was auf? Wollte gerade eben noch ansprechen. Diese schwarzen Balken oben rechts. Oben rechts sage ich schon. Oben und unten sind weg. Und da geht's endlich mit. Oh Scheiße! Skelett. Scheiße. Weg mit dir. Stopp. Alle auf einmal abgezogen. Das ist nicht möglich. Ich war so gut. Ich war so gut. Mann, Game over, man. You died. Ich glaube, meine Stimmung ist gerade sowas auf dem Nullpunkt, deswegen. Geil.
Thank you.